Moin Moin, herzlich willkommen zu einem neuen Review hier auf Northern Delighter um Technik und Lifestyle Channel. Ich möchte euch heute die kleine faltbare Bluetooth-Tastatur von Elecom vorstellen, mit der ihr auf Tablets und Smartphones viel, viel besser schreiben könnt als auf der eingebauten Software-Tastatur. Wie das Ganze aussieht und wie das funktioniert, das sehen wir gleich. So klein ist die Elecom-Tastatur, wenn sie zusammengefaltet ist. Hier nochmal im Verhältnis dazu das iPhone 4. Sie ist auch nicht wirklich sehr dick, sodass sie überall Platz findet und überall mit hingenommen werden kann. Um sie auseinanderzufalten, müssen wir einfach an den beiden Enden anfassen und sie vorsichtig auseinanderziehen. Dadurch schaltet sie sich ein, der Stand wird ausgeklappt und die Bluetooth-Verbindung wird sofort hergestellt. Hier oben kann man dann das iPhone abstellen oder aber auch zum Beispiel das iPad Mini. Wir haben hier bei dieser Tastatur das deutsche Tastaturlayout, es stehen aber noch weitere Layouts zur Verfügung. Schaut euch da einfach mal auf der Elecom-Seite um. Die Tasten sind recht groß gehalten, sodass man bequem tippen kann, und ich habe tatsächlich den ganzen Blogbeitrag zu diesem Review auf der kleinen Elecom-Tastatur und auf dem iPhone 4 geschrieben. Es stehen noch weitere Funktionen zur Verfügung, einerseits natürlich die Funktionstasten, andererseits aber auch iOS-Funktionen. Dazu muss man allerdings erst den Modus der Tastatur umschalten. Sie startet standardmäßig im Modus 1 und das steht für Windows-Geräte, für Android-Geräte und für die PlayStation 3. Wenn man auf den Modus 2 umschalten muss für iOS-Geräte, dann muss man einmal die Mode- und die Funktionstaste gleichzeitig drücken. Das Ganze wird von der LED hier bestätigt. Und so kann man dann zum Beispiel mit Funktion und F1 auf den Homescreen umschalten. Das Schöne an der Elecom-Tastatur ist nicht nur, dass diese wunderbar klein ist und überall mit hingenommen werden kann, sondern dass sie auch keinen Ein-Ausschalter benötigt. Außerdem verbindet sie sich nach dem Öffnen sofort per Bluetooth mit dem letzten Device, mit dem sie verbunden waren. Das möchte ich euch jetzt mal anhand der Software zeigen, mit der ich den Blogbeitrag zu diesem Review geschrieben habe. Die ist hier geöffnet auf dem iPhone und unten sehen wir die eingeblendete Software-Tastatur, mit der normalerweise auf dem iPhone geschrieben wird. Jetzt öffne ich mal die Elecom-Tastatur und wir sehen, was passiert. Sie öffnet sich und wird eingeschaltet, Bluetooth-Verbindung wird aufgebaut und die Software-Tastatur fährt zurück. Das Gleiche geht natürlich auch umgekehrt, da sogar noch ein bisschen schneller. Sobald ich die Tastatur wieder zusammengeschoben habe, fährt die Software-Tastatur hoch und man kann wieder auf dem iPhone ganz normal schreiben. Für eine Tastatur, die dazu gedacht ist, dass man sie überall mit hinnimmt, da darf natürlich auch ein Case nicht fehlen. Dieses ist im Lieferumfang dabei und es fühlt sich so ein bisschen an wie Wildleder, ist aber kein echtes Leder, aber das soll uns nicht weiter stören. Wir können die Tastatur da wunderbar drin verstauen und mitnehmen und sie ist vor Stößen und Kratzern bestens geschützt. Für mein Empfinden könnte sie ein bisschen passgenauer sein, da ist noch ein bisschen Spielraum, ein bisschen Luft, aber sie wird trotzdem eure Tastatur schützen und erfüllt somit auch ihren Zweck wunderbar. Ja, das war das Review zur kleinen Bluetooth-Tastatur von Elecom. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick darüber verschaffen, wie sie funktioniert und was man alles damit machen kann. Und wie gesagt, sie ist nicht nur für Apple-Devices da, man kann auch seine Android-, Windows-Devices damit benutzen. Und natürlich auch für die PlayStation 3 ist sie gedacht und für den PC. Was auch immer, ihr werdet wissen, was ihr damit anstellen könnt. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schaut bei uns im Blog vorbei. Dort werden sie vielleicht schon beantwortet oder ihr kommentiert einfach hier unter dem Video oder bei uns im Blog. Wir werden eure Fragen auf jeden Fall beantworten. Ich verabschiede mich und bedanke mich fürs Zuschauen und ich denke, wir sehen uns beim nächsten Review wieder. Tschüss, euer Holger.